ein Schweißer Schutzhelm darf schon stylisch aussehen. Aber eigentlich kommt es doch auf die inneren Werte an. Und die betrachten wir uns jetzt. Die Energie, die dieser Helm benötigt, wird über das Solarpanel erzeugt und versorgt auch eingebaute Batterien. Die Schutzscheibe kann einfach gewechselt werden. Zwei Ersatzscheiben sind bereits im Lieferumfang enthalten. Über den Knopf seitlich am Helm wird der Helm eingeschaltet und auch die Verdunkelungsstufen von 9 bis 13 werden hier vorgewählt. Im Innern des Helms habe ich einmal einen Testschalter, um die Einstellungen zu überprüfen, dann einmal den Verzögerungsschalter stufenlos einstellbar und den Empfindlichkeitsschalter stufenlos einstellbar. Der Helm lässt sich optimal an den jeweiligen Träger anpassen. Ich habe einmal die Möglichkeit, das Band hier oben einzustellen, dann über das Drehrädchen den Kopfumfang einzustellen und ich habe auch die Möglichkeit, den Abknickwinkel über drei Stufen einzustellen und zusätzlich kann das ganze Kopfband im Helm nochmal verschoben werden. Der Widerstand des Abklappens des Helms ist über die Schrauben einstellbar. Das Helmdesign wurde so gewählt, dass auch der untere Bereich so weit ausgeführt wurde, dass der Hals vernünftig geschützt ist.